Hallöchen, Popöchen, und jedes Bündchen gibt ein Tönchen. Ja, ich bin Miyuki, die verrückte Timori aus dem Internet. Däumchen wären Träumchen. Donnerstag ist immer so ein Reaktionstag und ich kriege von euch so Vorschläge zum Thema Hamster, Tiere allgemein auf YouTube und so weiter und so fort. Ganz viel ist reingekommen und heute reagiere ich auf: Wir kaufen einen Hamster von Laser Luca oder auch Luca. Ich meine ihn sogar mal, er hat sowieso mich vergessen auf jeden Fall, aber ich habe ihn schon mal auch auf Veranstaltung damals, glaube ich, gesehen auf den Videodays oder so. Aber ist ja auch wurscht. Kein Hamster ist wach. Also hier seht ihr mal hier wieder eine Figur von mir. Die kann ich leider nicht irgendwo hinstellen, aber ja, ein bisschen Hamster-Content, darum geht's ja auch. Und es gibt schon ein Reaktionsvideo, ist für euch unten verlinkt. Und ja, nach einem Monat, würde ich mal sagen, kann ich da auch mal drauf reagieren. Eure Vorschläge auch unten in die Kommentare. Fangen wir mal einfach an. Ich habe gar keinen Bock mehr umzuziehen nach dem ganzen Umziehen hin und her. Bei mir zwischen Bonn, Kamp, Lindfort, Köln, alles, Niederlande. Ah. Am meisten recht hier habe, dass wir uns einen Hamster holen für... Es ist aktuell meine Situation mit meiner Freundin. Ich habe beschlossen, dass wir uns jetzt noch einen Hamster holen. Leute, ohne Witz, wisst ihr, wie teuer Hamster in Mexiko sind? Mal nur mal so. Den günstigsten, den wir damals in Mexico City eben halt in der Haustiermeile hätten kriegen können, 1,50 Euro umgerechnet. Aktuell, nicht vor zig Jahren, ne? Also das möchte ich sagen. Leute, das ist aber echt schon ein bisschen vom Schnitt her. Überlegt mal, wie ihr das macht. Also ich finde das da schon ein bisschen grenzwertig, ne? Ja, komm, lass uns so in super, zack. Finde ich ein bisschen, man kann es auch so machen, aber das ist ja jetzt wirklich irgendwie sowas mega, ich ziehe das da raus. Ist voll spontan. Hallo Mausi, na, hier ist Sandy. Glaubt ihr, die werden sich mit Schiefer vertragen? Nein. 20 Euro kostet der Hamster. Da wird halt Tierarztbesuch teurer, ne? Der hier hat fast gar nichts zum Spielen und der hier hat einfach... Dein Ernst? Es ist doch egal, ob ich jetzt einen Hund für 100 Euro aus dem Tierheim hole oder einen Hund mit Papieren für 1500 Euro, sage ich nicht beim 100 Euro Hund, ja, jetzt muss ich aber 150 Euro für eine Operation ausgeben, ist das noch wert? Ich hasse das so sehr, dass man das bei Kleintieren so extrem sieht. Das ist doch egal. Ah, ihr kriegt auch Katzen schon im Tierheim für 80, 90 Euro. Und dann sagt man nicht, ja, jetzt muss ich aber eine Kastration von 200 Euro noch dazu zahlen oder so. Naja. Ey Leute, soll ich mal ein Video machen, wo ich einfach zu solchen, Zooläden gehe und dann einfach gestellt frage, ob die mir einen Hamster verkaufen würden? Und dann gucke ich mal, ob die mir so, also die aktuellen Sachen sagen, ob die auch wirklich richtige Sachen verkaufen wollen. Boah, schreibt das mal in die Kommentare, das würde ich mal auf Geheimtour, würde ich das mal filmen, ey. Aber es finde wir dachten halt, wir einkaufen einen Hamster. Jetzt haben wir hier so viel. Ich finde das so, ne, also ich finde das einfach so, meh, weil man eigentlich zuerst informiert man sich, dann bereitet man alles vor, dann holt man das Tier ab und dann setzt man es um. Weil das ist einfach stressfreier und einfach besser und ja, für die ist es vielleicht der erste Hamster. Aber ich finde das so schade. Einfach alle lachen, alle finden das lustig, weil es ist ja nur ein Hamster. Versteht ihr? Nur. Für mich jetzt nicht, für die von dem Kanal hier auch nicht. Ralf, sowas mach ich nicht. Hami fährt jetzt mit dem Uber, weil in mein Auto entweder der Käfig reinpasst oder Hami. Sich über einen Hamster aufregen, sorry, aber so eine geile Karre fahren. Hallo? Hallo? Anfressner und auch alle Ladenlokale, die das machen. Warum verkauft ihr denn noch solche Gehege? Also ihr habt diese Sachen ja im Sortiment und ihr seid schon auf einem guten Weg, aber trotzdem ist das ja mit dem Gitter und mit dem Aufsatz und auch da mit der Streuhöhre ja richtig grenzwertig. Ich weiß auch nicht, warum dieses Gehege Aqualent heißt. Wirklich, warum könnt ihr nicht euer Sortiment anpassen? Das wäre so leicht. Wir sind langsam in so einem Wandel, wo das wirklich passiert. Also über die Jahre jetzt hier auch, hätten wir uns 5 Jahre vorher nochmal, das war ja auch nochmal ganz anders. Aber trotzdem, ich weiß noch, dass es aber bei ganz vielen anderen also nicht Händlern, aber auch Märkten, wir sagen jetzt Märkte, gibt es auch noch die richtig, richtig Mini-Edition-Knast-Gitterteile, ne? Also da könntet ihr noch ein bisschen mehr aufholen, jetzt auch gerade, wo ihr die ganzen Kampagnen startet und so, ne? Also das wäre ja mal richtig geil. So, Anregungen. Und deswegen ist es auch so, weil die halt eben auch klettern.
Ich habe so irgendwie das Gefühl, schreibt es, ich habe so das Gefühl, dass die meisten YouTuber jetzt hier auf YouTube, wenn sie dann ganz groß sind, ich bin ja ein Tiertuber, also Pet-Influencer oder wie man das jetzt aktuell dann nennt, ne, dieses Wort und so. Aber wenn sie dann ein Tier haben und so, dann machen die einen Content auch irgendwie meh. Also es gibt ganz wenige, jetzt muss man einfach mal sagen, 24 Tim hat das vorher gut gemacht, ja, mit seinem Ding da, mit seinem Hamster-Video. Aber die kamen auch zeitgleich. Warum haben die sich zeitgleich einen Hamster gekauft? Gibt es irgendwelche Indizien von irgendwelchen Trends, die dann wieder gekommen sind? Ne, also das muss man sich ja mal so fragen, ne, wie ist das möglich? Ne, aber trotzdem ist das dann immer sehr schade, dass es eben halt so gezeigt wird. Echt jetzt. Kurz gesagt, war jetzt so von meinen Erwartungen her, hat irgendwie nichts mit Hamster, also hat, ne, hat nicht so was mit Hamster zu tun gehabt. Ich gucke jetzt mal auf seinen Kanal. Ne, gibt es noch etwas über ihn? Ich höre gerade im Hintergrund, irgendjemand fährt hier bei uns auf den Hof. Alles Klärchen, Pupärchen. Wir haben hier Ikea, Haie, Trendsachen, Reden mit Kopfhörern. Wo ist der Hamster? Hamster-Content. Nee. Ne, und das ist halt dann immer schade, ne? Also auch ganz, ganz viel bei den ganzen Welpenvideos zum Beispiel. Ein Welpenvideo, dann war es weg. Ja. Mach mal ein Update mit dem Hamster, es wäre geil. Und ja, schade, dass das so ist, dass das jetzt auch, keine Ahnung, dann so eine spontane Aktion war. Aber ja, ich kann auch nicht bei solchen Sachen richtig krass ausrasten, so wie das manche bei euch machen. Ne? Die so, ey, wie okay, ist was los? Oh, da komm mit dir. Weil ich habe schon Dinge gesehen, die waren durchaus krasser und da denkt man sich nur, warum gibt es bei YouTube nicht, wenn man das schon hat für Kleinkinder, also dass man, ne, wenn Kinder irgendwie sind, dass man das dann anmerken muss und dass dann die schon sagt, okay, das, ne, dann beschützen wir die Kinder eben halt, dass die dann geschützt sind, dass es nicht auch für Tiere gilt. Jetzt hier in diesem krassen Bereich nicht so, der wurde ja nicht augensichtlich gequält, aber bei manchen Hamster-Videos echt kriege ich schon Angst und bei manchen Katzen-Videos auch. Das war's. Guckt mal meine Playlist mit den anderen Reaktionen. Ich hoffe, euch hat das wohl gefallen. Und ihr guckt auch bei mir auf TikTok. Da ist momentan irgendwie eine ganze Reihe von, ich glaube, über 2000 neue Follower hinzugekommen. Also geile Sache auf jeden Fall. Und ja, meine anderen Hamstis seht ihr dann morgen in einem neuen Video. Und es gibt auch morgen eine neue Roomtour. Und da freue ich mich schon. Und jo, ich weiß, stört wegen der Brille. Aber ich sage euch, ich kann es leider nicht anders machen, weil sonst sehe ich nicht so viel. Und